Hallo ihr Lieben, ich habe ein bisschen mit dem Harz rumgespielt. Das habt ihr vielleicht auch schon im vorigen Video gesehen. Ich hatte die Glitzerschicht gefilmt und die Rückseite. Ich habe leider vergessen zu filmen, wie ich die Sticker eingefügt habe, aber das kann ich ja immer noch machen. Und ja, heute wollte ich zeigen, wie ich es raushole. Ich habe nicht viel gemacht. Ich wollte nur ein bisschen was ausprobieren. Wollte eigentlich auch nur was für meine Mutter machen. Die mag nämlich Eulen und wollte ihr dann noch einen Magneten für den Kühlschrank machen. Hab dann noch so, wie gesagt, ihr seht es ja, es ist nicht viel. Ein bisschen was anderes gemacht. Hier der schwarze, das ist ein. Wollte ich so für Halloween mal was ausprobieren, mal sehen, wie es geworden ist. Genau, und da gucken wir einfach mal. Fangen wir mal mit den Runden an. Das interessiert mich, weil hier drin sind Blumen. Und die habe ich so ein bisschen auf Vintage-Stil gemacht. Und was ich daraus mache, weiß ich noch nicht. Entweder Anhänger oder Magneten, so wie es mir gefällt. Hey, die ist ganz cool geworden. So eine Miets in ja, quasi im Mumienkostüm, wenn das es darstellen soll, eingewickelt. Ich habe diesmal drei Schichten gemacht. Ich mache eigentlich immer nur zwei Schichten, fand das hier aber ganz cool. In der ersten halt der Sticker, in der zweiten dann diese orangenen Flakes. Aber das sind kein, die sind etwas schwerer. Ich habe das Gefühl, das ist so fast Metall. Und im Hintergrund dann halt schwarz Glitzer. Na, das kann man hier auch ganz schön sehen. Also ich finde den richtig gut. Doch, der gefällt mir. Ich muss mal sehen, ob ich davon noch andere Sticker habe in der Halloween-Form. Aber die Miets gefällt mir schon mal ganz cool. So, schauen wir mal, was hier draus geworden ist. Ach genau, auch zwei Miezen. Dachte ich mir auch im Vintage-Look. Es ist doch, es ist ganz hübsch geworden. Ich hoffe, das sieht man jetzt durch das Licht, weil die Sonne hier ein bisschen reinstrahlt. Auch wieder drei Schichten, also es sind alle diesmal in drei Schichten. Die Rückseite, das kann man hier gar nicht so gut sehen. Die Rückseite ist ganz, ganz, wirklich nur ganz hauchrosa. Da habe ich etwas Glitzerpigmente mit reingemacht. Die Mittelschicht sind rosa und goldene Flakes. Und dann halt vorne der Sticker. Ja, sehr schön. Und hier dürften jetzt die Blumen drin sein. Genau. Ich glaube, zwei Rosen waren das. Auch wie bei der Katze. Doch, die sind gut geworden. Gefallen mir gut. Vielleicht mache ich da Anhänger draus. Sehr schön. Und genau, die Rose war dunkler gewesen. Aber auch sehr schön. Wie gesagt, auch beide hinten sieht man hier leider nicht so gut mit ein bisschen rosa Pigmentglitzer. Aber wirklich nur Hauch. Sehr schön. Gefallen mir gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Der ist echt cool. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich habe meiner Mutter, glaube ich, gesagt, einen kriegst du. Ich hatte ihr ein Bild geschickt. Schauen wir mal, wie die geworden sind. Okay. Gar nicht so schlecht, aber irgendwie, als würde mir was fehlen. Tja, aber. Doch, gefällt mir eigentlich ganz gut wegen den drei Schichten schon allein. Da
da diese Flakes nicht direkt hinter den Stickern hocken, hat das noch so eine gewisse Tiefe. Hier habe ich den Rücken einfach nur weiß gelassen, weil, wie gesagt, ich Magneten draus machen wollte. Komischerweise, ich habe keine Magneten. Ich meckere darüber, dass ich keine Magneten habe. Warum mache ich mir nicht selber ein? Also, sollte ich vielleicht mal tun. Cool. Doch, der gefällt mir. Also, da das Harz auch so schön klar ist, weil die Formen ja noch glänzend sind. Die Sticker waren übrigens von Dorian Beats. Meine Mutter war ja zu Besuch gewesen und hat die gesehen, wie die dort stehen, und fand diese Eule mit den Brillen sehr geil. Deswegen dachte ich mir, gut, wenn ihr das gefällt, dann mache ich ihr was daraus. Ach süß. Sie ist so klein und dick. So sieht die Eule aus. Klein, flauschig. Man muss mich lieb haben. Süßi. Vielleicht mache ich da auch noch einen Anhänger draus. Aber als Magneten finde ich die schon sehr geil. So. Dann haben wir den letzten. Ich glaube, den kriegt sie. Ah, der ist ja nur geil. Wie der guckt. So richtig schön. Leder. So nach dem Motto, lass mir doch alle in Ruhe. Sehr cool. Das schneide ich hier noch ab, das ist kein Problem. Die sind richtig, richtig gut geworden. Ich hatte wieder zu viele Selbstzweifel. Aber klasse. Wie gesagt, hier mache ich wahrscheinlich Anhänger draus. Die kommen dann auch bei mir in den Shop. Steht wie immer unten in der Infobox, wenn ihr gucken möchtet. Die werde ich dann jetzt die nächsten Tage machen. Weiß ich nicht, ob ich es heute noch mache oder morgen, aber die nächsten Tage kommt es in den Shop, weil ich bin am Wochenende nicht da, meine Nichte wird eingeschult. Da müssen wir erstmal hochfahren zu meiner Familie. Ja, genau, das war's dann auch schon. Falls es euch gefällt, schreibt mich auch gerne an, falls ihr Wünsche habt. Ich mache auch gern Sachen für euch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.